Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Roman Total War 2 mit Makedonien. Und ja, diese Abtrünnigen sind immer noch ein bisschen abtrünnig. Und wir haben jetzt eine sehr hohe Chance auf Sezession. Juhu. Dann sicherlich mal nochmal eine bisschen, aber minus 70 ist immer noch zu hoch, ist ja klar. Aber ja, das ist jetzt auch nicht die Welt. Das ist jetzt auch eigentlich ziemlich easy. Weil ich da ernsthaft. Ach, egal. Dann ist das halt jetzt so. Gut, du holst hier mal Karax zurück. So, die Flotte ist jetzt auch egal. Du hast was bekommen? Sehr schön. So. Hier oben ist alles wieder befriedet, nur noch hier unten, aber das schafft ihr ja wohl alleine. So. Jetzt muss ich halt hier aufpassen. Also hier Alexandria hole ich mir gleich wieder und Diospolis. Und gehe dann dahin, dann dahin. Und hier drüben ist halt komplette Freiheit. Du. Du gehst jetzt mal nach Biabakay. Ja, brauche ich ja auch nicht zu spielen. Also 95% ist nur so. Ja. Das lasse ich dann. Aber warum hat er hier eine königliche Kaserne? Also praktisch für mich, aber warum? Leinpanzer. Ich könnte die Schwertkämpfer machen. Ui. Aber nee, das mag ich ja nicht. Dann mache ich mal einen Schwertkämpfer. Dann hier unten sieht es auch sehr interessant aus. Da gehe ich mal dahin. Dann hier sieht es auch interessant aus. ...86 ist auch genug. Also ich würde bis 80%, glaube ich, würde ich einfach immer automatisch machen. Wenn es beliebt. Es gibt ja auch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt ja auch diese Challenge in Rome Total War, alle Game, also alle Kämpfe, automatisch zu spielen. Also man darf quasi keine Kämpfe in echt spielen. Das ist ja schon richtig heftig. So. Handel. Ich mach mal hier alles voll, ne? Gut. Ah, stimmt, ja. Wir drei Runden nur noch. Was ist denn da los? Was ist da verkehrt? Gut, dann galoppiere ich mal da hoch, ne? Ja, der kommt sogar nicht rechtzeitig an. Der kommt sogar nicht rechtzeitig an. Dann würde ich da... einfach mal eine Armee aufstellen. So. Genau, und dann nächste Runde ist er da. Gut.
Flop, 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 flop. Futter und Money. Da Akademie. Ups. Da auch. Bisschen was für die Wirtschaft. Ich meine, wir haben nur 30.000 pro Runde. Das ist mir zu wenig. Runde beenden und weiter geht's. So. Ich produziere gerade vor. Und ich bin mal sehr gespannt, wie sich das Ganze mit Corona eingespielt hat. Weil ich, also das ist jetzt, glaube ich, die Runde. Ja, okay, das muss er tun. Das ist jetzt, glaube ich, die Runde, die in einem Monat rauskommt. Oder? Jetzt ist gerade der 27. So Mitte bis Ende April, glaube ich, kommt die raus. Oder Mitte April. Und ich bin mal sehr gespannt. Sehr, sehr, sehr krass gespannt. Wie das dann bis dahin alles aussieht. Wie ihr befehlt. Der hat Jugendliche. Das sind, glaube ich, Speerwerfer. Das ist sehr schlecht. Das ist sehr fatal, ehrlich gesagt. Dann hoffe ich mal, dass die alle eher auf die da schießen. Sorry, aber die Pikiniers-Einheit ist halt einfach wichtiger. Also, mir wäre es auch wert, die komplett zu verlieren. Wenn dafür die Jugendliche ihre Sperre verschwenden. Okay, jetzt greift er schon den General an. General! Er schießt nicht mehr wirklich, ne? Die Waffe bleibt hier. Hier geht er runter. Doppelte Geschwindigkeit! Schieß, Kommandant, Tribuna. Das habe ich auf jeden Fall nicht gesagt, dass du das machen sollst. Ja, die haben halt auch Schilder, ne? Das sind auch blöd. Wir haben schon die Hälfte von den Pikinieren vernichtet. Das war auf jeden Fall nicht gut. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff.
Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Gut, gut, gut. Also die Jugendlichen haben gewonnen, würde ich mal behaupten. Klar, die hätten auch sehr großen Schaden gemacht, aber wenn eine komplette Phalanx dann noch gestanden wäre, ja, das wäre dann nochmal spannend geworden. Aber ja, er hat es sehr gut gemacht. Er hat es auf jeden Fall sehr gut gemacht. Aber wie? Okay. Das überrascht mich, dass er das jetzt auch versucht. Naja, mal schauen. Mal gucken. Hat er den vergessen? Wahrscheinlich nicht. Ein General hier und seine Armee da. Und das ist der Hauptplatz. Okay. Vielleicht kann ich hier komplett umdrehen. Weiß ich natürlich nicht. Aber perhaps. Mit denen kann ich natürlich nicht umdrehen, aber so, da ist noch einer. Da mache ich hier. Da ist noch einer. Den kann ich ja hier hinstellen. So, hier bei der ganzen Armee. Hier sind. Oh, ja, okay. Hier. Was ist das denn? Was ist das denn? Okay, auf jeden Fall hat da hier genügend, um hier reinzukommen. Das heißt. Er muss dahin. Das heißt, ich werde mal hier auf ihn warten. Oh, und hier schön mit Henkers Ding. Sehr schön. Ich werde natürlich hier auch schön seinen General begrüßen. So. Verdammt. Den einen hätte ich ja beinahe den Fuß abgeschossen. Habe ich getrunken? Nee. Ah, zu weit. Nicht weit genug.
Verdammt. Schieß selber. Da unten werde ich jetzt mal ein bisschen. Dalli machen. Weil komisch, dass der nicht geschossen hat. Also nicht von sich aus. Da drüben. Geschossinfanterie bereit. Ist noch nicht ganz vorbei. Der kann jetzt nicht mehr schießen. Ne? Nee. Ja, okay, dann können die jetzt zurückgehen. Können die noch schießen? Nee. Hallo. So. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Ja, höchstwahrscheinlich. Ich kann nicht sehen, das machst du mal automatisch. Giftgeschoss. Ich kann ja mal ein bisschen tote Tiere schießen. Unser General wird angegriffen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Bürgerwehr! Wir haben die
die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Wieder die Scheiße hinlegen. Okay, die sind hochmotiviert. Die sind aus. Die sind echt krass gut. Also die sind richtig, richtig gut. Zu euren Dienst. Für Zeit. Bereit zum Einsatz. Die sind richtig super. Die machen gut Schaden und... Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Ja. Das ist ein schändlicher Anblick. General! Stinnen Tolitas! Ich schau mal, wie lang der Pfeil ist. Voll krass. Ja, sorry für die irrenmolte Unterbrechung. Ja, ne? Ist wirklich nicht ganz so cool gerade. Jetzt auch fertig gemacht. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. So. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Halt jetzt voll fertig. Naja, gut, lassen wir es. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Ja. Gut, gut, gut. Ja, Entschuldigung. So. Aber ja, die holen wir uns dann gleich wieder zurück. Und dann passt es auch. Gut, gut, gut. Wo ist denn das? Ah, da ist das, ja. Ja, schau, also. Genau, das war das. Die Stadt hätte in 3 Runden kapituliert, genau. Ja, die kann das nächste Runde gleich wieder erobern. Weil, also, ich muss das jetzt schnell erobern, weil sonst ist. Sonst kann der dann auch die ganzen, ne? Garnisonen und so weiter hochtraben und rekrutieren und sowas. Das wollen wir natürlich nicht. Aber Sparta ist immer noch. Sparta muss ich eigentlich mal platt machen, weil der nervt da ziemlich. Der stört da etwas. Was macht hier ein Numidien da?
schauen wir mal. Ja, schon wieder. Natürlich hat er was geschafft. Ach, diese Agenten hier. Meine Güte. Ja, das dauert jetzt ein bisschen, bis die ganzen Agenten durch sind. Also da ist es egal. Aber ja. So, jetzt geht's weiter. Natürlich wieder mit Agentin. Ach. Natürlich hat es auch geschafft. Dieser Pupsheini. Ich bin mal gespannt, wann der Bürgerkrieg wieder ausbricht. Da bin ich mal sehr gespannt. Blühender Handel, gescheiterter Bestechungsversuch. Garnison, das ist egal. Frieden, natürlicher Tod. Militär. Sezession. Ich erwarte eure Befehle. Natürlich hat sich da auch wieder eine Einheit aufgelöst. Das ist super. Moral, uiuiui. Ränge. Ich mach mal den Rang. Hier. Ausweichen. Hingabe. Wohlstand mache ich mal. So, du holst dir mal das da zurück. Aber. Natürlich steht da nicht drin. So, dann hole ich mir mal das da zurück. Dann hole ich mir mal Alexandria, bevor das. Das von jemand anders erwartet. Der ist ja schon richtig heftig unterwegs. Geheime Aktion. Kann er eigentlich über 10 haben da? Ich weiß es gar nicht. Korruption. Forschungsrate. Gravitas. Rüstung. Forschungsrate brauche ich jetzt eigentlich gar nicht mehr, ne? Geheime Aktion. Ja, mache ich mal Rüstung. Ja. Die hatten jetzt natürlich wieder eine komplette Einheit oder eine komplette Ding.
So. Ich brauche eine Kavallerieeinheit gegen den anheuern. Pikinieren. Und das da. So. Gut. Damit er da nicht mehr angreifen kann. So. Du gehst jetzt mal Richtung hier unten. Kannst natürlich noch nicht angreifen. Das ist doch schön. So. Jetzt will ich mal gucken. Die Gefahr ist jetzt natürlich, dass sich einer von meinen Generälen irgendwie Flüge macht. Das wäre natürlich nicht ganz so super. So. Alles bilden. Genau, und dann heiraten. Der kann jetzt heiraten. Der kann jetzt heiraten. Das ist gut, weil das ist ja ein cooler. Das ist ja auch ziemlich historisch, dass solche riesen arrangierten Hochzeiten passiert sind. Also zum Beispiel hat Alexander in Babylon, glaube ich, war es, eine riesen Hochzeitsfeier gemacht mit allen möglichen. Okay. Das ist jetzt nicht ganz so gut. Der ist wirklich in Rom jetzt gelandet. Genau, Alexander hat ja die ganzen Generäle und so weiter, hat er schön mit, also er hat eine neue Frau bekommen und genau, und dazu hat er ja einiges an Entschuldigung, ich war gerade voll in den Gedanken woanders und dann kann ich natürlich nicht reden. So, also er hat ja mit seinen ganzen Generälen eine fette Feier geschmissen und quasi, das war glaube ich die größte arrangierte Hochzeitsding in der Antike, glaube ich. Also ich glaube, das habe ich mal gelesen, irgendwie 20 oder 30 seiner Generäle haben zusammen mit ihm Hochzeit gefeiert. Gut, das ist natürlich nicht gut. Ich habe den verpeilt. Rekrutierung ist natürlich nicht ganz gut. Söldner Langbogenjäger. Oh, ist nicht ganz so schlimm oder schlecht. So. Hier geht's weiter. So, der hat sich jetzt natürlich wie geplant von mir abgewandt. So, und der ist auch feindlich. Deswegen. So, gut. Das brauche ich da ja überhaupt nicht.
hat wahrscheinlich der Abtrünnige gebaut. So, das ist schön. Das ist schön. Und das brauche ich hier. Das ist auch gut. Freude und so weiter. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ich glaube, das war's. So. Dann scoute ich nochmal weiter. Hier hoch. Da scoute ich nach da drüben, was da alles so rumkreucht und fleucht. Genau, hier wollte ich schauen, was in der Hauptstadt ist. Also wenn es in der Hauptstadt überhaupt ist, weiß ich eigentlich nicht. Sieht auf jeden Fall nicht so aus. Aber der Stellverrät ist ganz anders. Gut. Alexander Stolz. Relativ gut. Wird auch ein Kommandant. Da hat sich nichts aufgelöst, was sehr gut ist. Ja, eine Runde warte ich mal. So, warte, ich will mal schauen, wo meine ganzen Armeen gerade sind. Also hier ist eine, da ist eine. Genau, die will ja jetzt dahin. Da sind zwei. Da ist eine, da ist eine, da ist eine. Und da baue ich gerade eine neue. Okay, alles klar. So, ich glaube, das war es jetzt auch schon. Ich musste ja kurz unterbrechen. Aber an sich... ja, okay, das ist jetzt irgendwie nicht so gut. Das ist gerade nicht so gut. Das ist nicht so gut. Also dann würde ich mit der... Mit der kann ich ja eigentlich schon hier angreifen. Das schaffe ich. Gut, dann würde ich sagen, das kommt dann die nächste Folge. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye-bye.